Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Nachdem das Rakelbild der letzten Woche von Stufe zu Stufe dunkler wurde, habe ich mir heute überlegt, wieder etwas Helleres zu rakeln. Dazu habe ich mir einen Grundton angemischt, und zwar aus dem gebrannten Umbra, dem warmen Grau und dem gebrannten Sienna. Das ergibt einen wunderbaren Karamellton. Es macht überhaupt nichts, dass jetzt auf dem Hintergrund noch dunklere Spuren von dem gebrannten Umbra oder etwas rötliche Spuren von dem gebrannten Sienna zu sehen sind. Anschließend wird die Hintergrundbemalung einmal vollständig mit dem Föhn angetrocknet. Dann habe ich mir überlegt, welche Farbe einen wunderbaren Kontrast zu meinem Karamellton bilden würde und habe mich dann für das grünstichige Türkis entschieden. Das trage ich heute mit meinem großen Rakelwerkzeug auf und im Gegensatz zu meinen sonstigen Rakelbildern werde ich eine komplette Farbschicht nur in Türkis rakeln, sodass am Ende die Hintergrundbemalung an wenigen Stellen durchscheinen wird. Ich habe mich auch deshalb für das grünstichige Türkis entschieden, weil in meinem Karamellton das gebrannte Sienna vorhanden ist und das gebrannte Sienna hat einen rötlichen Unterton. Die Komplementärfarbe zu Rot ist Grün und deshalb ist meine Wahl auf das grünstichige Türkis gefallen. Ihr hört schon, wenn ich das so betone, dann gibt es noch ein anderes Türkis, und zwar das blaustichige Türkis, auch eine wunderbare Farbe, welche ich immer wieder auf meinen Rakelbildern einsetze, aber hier wäre der Kontrast nicht hoch genug gewesen. Das, was ich jetzt mit der ersten Farbschicht mache, funktioniert tatsächlich nur, wenn die Hintergrundfarbe ausreichend angetrocknet ist. Ansonsten, wenn dort noch nasse Stellen vorhanden wären, würde das Rakelwerkzeug die Hintergrundfarbe mit in die erste Farbschicht einbinden. Spannenderweise ist diese dunkle Farbe, das ist das gebrannte Umbra, eine transluzente Farbe. Das bedeutet, dass sie im Grunde genommen durchscheinend ist. Man würde es ja nicht für möglich halten, dass das bei einer solch dunklen Farbe der Fall sein könnte, aber das macht jetzt den Reiz aus, weil wir es bei dem Türkisgrün mit einer deckenden Farbe zu tun haben und bei dem gebrannten Umbra mit einer eher lasierenden Farbe. Spannend ist an der Stelle auch der Kontrast zwischen dem Türkisgrün und dem gebrannten Umbra, denn es erinnert doch stark an die 70er Jahre und heute wäre das eine Art Retro- oder Vintage-Look. Und jetzt passiert genau das, was ich vorhin gemeint habe. Der deckende Farbanteil von dem Türkis vermischt sich mit dem dunklen Umbra und bildet dann verschiedene Farbschlieren auf der Schicht. Damit das gebrannte Umbra noch mal etwas besser zur Geltung kommt, säubere ich mein Rakelwerkzeug. Bei den zwei vorherigen Schichten habe ich das hier nicht gemacht und dann ist der Farbauftrag noch mal etwas homogener. Jetzt war es an der Zeit, einen völlig anderen Farbton auf die Leinwand zu bringen.
Und ich stelle mir vorher immer Farbgruppen zusammen, aus denen ich ein abstraktes Rakelbild erstellen möchte. Und dann hatte ich die Wahl zwischen Titan-Baffel, Metallic-Farbtönen, zum Beispiel Kupfer oder Bronze. Aber ihr seht, ich habe mich für das Perlgrün entschieden. Und danach habe ich dort gestanden, mir das Bild von allen Seiten angeguckt und entschieden, dass das Bild fertig ist. Mit der Kamerafahrt über das noch nasse Bild schauen wir uns jetzt ein paar Details an. Und hier kann man sehr schön sehen, dass Inseln vorhanden sind, wie sie in der Rakeltechnik vorkommen. Ich kann bis auf meine erste türkisfarbene Farbschicht, teilweise auch auf meine karamelltonfarbene Farbschicht gucken und sehe auch die Farbschlieren, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen Türkisgrün und dem gebrannten Umbra ergeben haben. Der grünliche, perlfarbene Schimmer bildet einen wunderbaren Kontrast zu dem gebrannten Umbra, welches wir im oberen Drittel des Bildes haben. Ganz besonders toll finde ich auch die Farbschlieren, die im unteren Teil des Bildes entstanden sind. Bei der Kamerafahrt über das getrocknete Bild lässt sich mal wieder feststellen, dass Acrylfarben im getrockneten Zustand grundsätzlich dunkler sind als im nassen Zustand, aber das tut dem Bild überhaupt keinen Abbruch. Besonders schön und ausdrucksvoll finde ich die Farbschlieren, die entstanden sind, als sich das gebrannte Umbra mit dem Perlgrün zusammen verbunden hat. Und mich erinnert das an eine Metallplatte, die Witterungseinflüssen ausgesetzt worden war und dann angefangen hat zu rosten. Wenn es dann geregnet hat, sind die Rostpartikel einfach an dieser Metallplatte heruntergelaufen. Zum Abschluss habe ich euch das fertige Bild einmal an der Wand aufgehängt und eine andere Lichtquelle eingeschaltet, sodass ihr sehen könnt, wie unterschiedlich die Farben bei verschiedenen Lichtquellen zu sehen sind. Dadurch, dass wir jetzt frontal mit der Kamera auf das Bild gucken, fällt die Farbe Perlgrün nicht so besonders ins Auge, aber sie ist eben da. Wenn man an dem Bild vorbeigeht, nimmt man diese irisierende Farbwirkung in jedem Fall wahr. Mir gefallen auf diesem Bild die Inseln richtig gut und vor allen Dingen finde ich es schön, wie meine gedachten Rostspuren zur Geltung kommen. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du mir für dieses Video ein Like gibst, meinen Kanal abonnierst und dieses Video in den sozialen Netzwerken teilst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Hab noch einen schönen Tag.